Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Terra mit unserem Ballerbabe, der Arkan-Ingenieur. Nein, bitte nicht. Oh nein, jetzt fängt das wieder an zu ruckeln. Das kann doch nicht wahr sein. Also irgendwie es ist echt das pure Grauen. Ich gucke jetzt mal, ob das alles so... Wir können gar nichts machen. Was ist denn schon wieder los? Ich habe doch neu installiert gehabt. Im letzten Part lief doch alles. Mann. Das war schon wieder falsch. Irgendwie drücke ich immer falsche Richtung. Hier, nimm den. Mann. Was war das denn jetzt? Wieso war ich nicht... Hä? Wieso bin ich denn auf einmal so schnell? Ist das normal oder haben wir irgendwelche Buffs? Wir haben irgendwelche Buffs bekommen. Ey, das geht mir gerade schon wieder auf den Sack mit dem Ruckeln. Was soll das? Was ist denn da los? Ich habe nichts am Laufen. Mann! Dabei bin ich heute schon so im Stress mit dem Spiel. Was heißt mit dem Spiel jetzt nicht? Allgemein bin ich ein bisschen im Stress, weil jetzt, wo ihr dieses Video zu sehen bekommt, bin ich gerade auf der Hochzeit von meiner Schwester. Und deswegen habe ich hier ein bisschen, mit dem Video ein bisschen Stress, denn ist es im Moment Freitag, kurz vor 8. Ich muss das Video heute noch rendern und hochladen für euch, weil so, morgen bin ich halt auf der Hochzeit, beziehungsweise wenn das Video für euch läuft, bin ich schon auf der Hochzeit. Und deswegen habe ich da nicht ganz so viel Zeit, hier alles zu machen, beziehungsweise ich habe mich völlig verquatscht irgendwie. Das wollte ich gar nicht sagen. Naja, auf jeden Fall habe ich nicht viel Zeit, um das Video hier fertig zu machen. Und deswegen muss ich mich ein bisschen sputen. Es könnte sogar durchaus sein, dass ich vielleicht nur 15 Minuten aufnehme. Das kann ich aber an dieser Stelle noch nicht so genau sagen. Je nachdem, wie ich an die Zeit denke und so was alles. So, das war das. Und das war das. Okay, damit ist er down. Sehr schön. Klappt ganz gut. Was müssen wir eigentlich machen? Okay, die mussten wir schon töten. Das ist schon fertig. Jetzt müssen wir die nächsten hier machen. Was haben wir da? Irgendwelche Kisten sammeln. Und schon geht das Geruckel wieder los. Es ist zum Heulen. Ich habe keine Ahnung, woran das schon wieder liegen mag. Weil normal ist das echt nicht. Im letzten Part ging es ja auch einwandfrei. Was ist denn heute anders wie beim letzten Mal? Ich weiß es einfach nicht. Muss ich dann mal gucken. Wir müssen jetzt halt erstmal diese Folge wieder mit Ruckeln leben. Und dann muss ich für die nächste Folge, muss ich dann mal schauen, was ich da anders machen kann. Weil anscheinend hat das ja dann doch nichts gebracht mit dem Neuinstallieren. Oder es hat kurzfristig was gebracht und dann jetzt bei der nächsten Aufnahme nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich hatte vorhin noch Skype laufen und den Launcher von Blizzard. Weil ich in letzter Zeit, oh herrlich, das Spiel macht Spaß. Weil ich in letzter Zeit ziemlich viel World of Warcraft spiele. Ja, danke. Und das habe ich jetzt erstmal alles zugemacht, weil ich gerade schon mal probiert habe aufzunehmen. Da war es auch schon am Ruckeln. Dann hat es sich wieder ein bisschen bekriegt und jetzt ist er schon wieder dran. Finde ich total uncool. Naja, ist egal. Soll uns nicht weiter stören. Wir werden hier Quests abgeben. Da haben wir auch schon wieder Level Up. Sehr schön. Können wir mal gucken, wir dürften sogar neue Skills haben, weil das K leuchtet schon wieder. Ach, guck mal hier, den Schuss, den können wir so weit wieder verbessern. Machen wir das doch einfach mal. Habe ich das jetzt gemacht? Ja doch, habe ich gemacht. Ich muss auch immer drauf gucken, wie viel Gold haben wir eigentlich mit der? Okay, Gold haben wir gar nicht. Wir haben 56 Silber. Das sollten wir dann... Okay. Allzu viel ist es ja nicht. Na gut. So, sind die eigentlich... Ja, doch. Ne, Moment, böse sind die nicht. Die sind noch alle neutral hier. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir hier auf der Insel alles machen mussten. Wo kommen wir denn jetzt eigentlich hin? Moment, ich muss mal eben kurz auf die Map gucken, die sich ja auch wieder so rasend schnell öffnet. Da kann ich mich überall alles gar nicht mehr dran erinnern. Vom letzten Mal, als wir da mit dem Berserker unterwegs waren. Oh, dieses Ruckeln, das ist die reinste Freude. Oh Mann, ich kann echt nur hoffen, dass wir dann beim nächsten Mal das Ruckeln wieder nicht drin haben, weil das funktioniert einfach nicht mehr. Was müssen wir denn da oben machen? Hä? Ach, die müssen wir hier töten, oder was? Okay, machen wir das einfach mal. Hier, nimm das.
Sehr schön, super. Hat funktioniert. Und schon ruckelt's wieder wie die Seuche. So, das scheint auf jeden Fall schon mal funktioniert zu haben. Ach, da ist noch mehr. Okay, nimm das. Ach, der Dicke ist ja auch noch da. Warum hat die das jetzt in die falsche Richtung gemacht? Ich verstehe es nicht. Das habe ich jetzt echt nicht verstanden, warum die das in die falsche Richtung gemacht hat. Aber nun gut. Wir können das nicht sammeln. Nö, haben wir keinen Anspruch darauf. Okay, von mir aus. Aber jetzt können wir da zumindest schon mal die Quest abgeben. Und dann schauen wir mal. Ja, wie ich vorhin schon sagte, ich bin morgen auf der Hochzeit, beziehungsweise für euch heute. Und das wird echt stressig, weil ich bin dann halt der Fahrdienst für die ganzen Besoffenen. Die ganzen besoffenen Freunde meiner Schwester und ihres Mannes. Und ja, da habe ich ja schon mal richtig Bock drauf. Wobei andererseits ist es eigentlich ganz gut, weil da kann ich mir ein bisschen Geld noch zusätzlich dazu verdienen und ich langweile mich nicht allzu sehr, weil von den Leuten kenne ich da sowieso keine. Die hat ja ihren komplett eigenen Freundeskreis. Ich habe auch eigentlich nicht ganz so viel mit meiner mit ihr zu tun. Es ist jetzt halt nur für die Hochzeit. Meine Mutter hätte das ganz gerne, dass ich da zur Hochzeit komme. Ich war schon bei der Hochzeit meiner anderen Schwester nicht dabei. Aber da konnte ich auch nicht, denn zu diesem Zeitpunkt musste ich noch... Oh. Was? Wie ist denn der jetzt so gesprungen? Denn da musste ich zu dem Zeitpunkt noch arbeiten. Das war auch auf einem Samstag, aber da musste ich ausgerechnet auf dem Samstag arbeiten, sonst wäre ich da auch hingefahren. Aber nun gut, jetzt bin ich halt mal da und dann bin ich mal gespannt. Es gibt kostenloses Essen, das ist eigentlich das, weswegen ich hinfahre. Ich weiß, ich bin ein Banause, aber so bin ich nun mal. Hä, warum springt der denn immer so in die Luft? Ist das durch diese zeitverzögerte Explosion? Warte mal, müssen wir nochmal testen. So, komm mal her. Oder ist das, weil ich die Granate da reinwerfe? Noch zusätzlich? Ich weiß nicht. Wir müssen das vielleicht mal testen, ohne die Granate da reinzuwerfen. Aber wir können das ja mal machen. Zack. Okay, das war scheiße. Da habe ich nämlich nicht getroffen. Okay, einfach mal weiter. Wo ist hier Knilch? Wo ist der Knilch, mit dem wir sprechen müssen? Hier irgendwo. Da ist er. Start mich ruhig an. Mir egal. Du bist außerdem gar kein Knilch. Du bist irgendwie eine Knilchine oder sowas. Knilchine. So, jetzt teste ich das nochmal. Hier einmal draufschießen. Granate rein. Es ist wirklich diese zeitverzögerte Explosion, die hochschießt. Okay. Diesmal habe ich nämlich keine Granate drauf geworfen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wischen. Zu wissen, meine ich natürlich. So, jetzt müssen wir hier die irgendwie töten. Wow. Das war mal fix, würde ich sagen. Okay. Damit haben wir ihn auch tot, sehr schön. Quest ist soweit fertig gewesen, wir müssen aber so noch weiter. Okay. So, die haben wir auch alle weg. Also ich muss sagen, also den Schaden, den die Troller austeilt, der ist schon gar nicht verkehrt. Also den finde ich jetzt gar nicht so übel. Warum schießt die da nach hinten? Ich verstehe es nicht. Ich habe diesmal nichts gelenkt. Die schon wieder nach hinten, das ist auch nicht wahr. Das muss ich irgendwie, weiß nicht, warte mal, was passiert, wenn ich das jetzt mache? Jetzt schieße nach vorne, ich verstehe es nicht. Das verstehe ich wirklich beim besten Willen nicht, aber ist egal. Wir geben jetzt erstmal, Entschuldigung, wir geben jetzt erstmal die Quest ab und dann schauen wir mal. Obwohl, nee, wir dürfen die Quest noch gar nicht abgeben, wir müssen hier noch irgendwas machen, wa? Hä? Da ist irgendwas gewesen. Ich hab's genau gesehen.
Da ist irgendwas. Was ist denn das? Ach, das sind irgendwelche... Ach, das sind hier irgendwelche Leichen, die wir untersuchen sollen anscheinend. Ihr merkt schon, ich habe gar keine Ahnung mehr. Das ist schon so lange her, seitdem wir hier das letzte Mal gewesen sind. Aber gut, irgendwie werden wir es auf jeden Fall noch finden. Also so schwer ist das Spiel jetzt auch nicht. Das ist ja kein Rätselspiel, was wir hier lösen müssen. Von daher ist das alles im Rahmen des Möglichen. So, da einmal rein. So, du alte Ratte. Ach, Mann. So, da haben wir den dann auch down. Jetzt haben wir die zumindest schon mal freigeräumt. Wieso habe ich die eigentlich angegriffen? Die sind doch neutral. Ich weiß auch nicht, das ist so Macht der Gewohnheit. Das habe ich von World of Warcraft so ein bisschen übernommen, weil da ist es ja auch, sobald du da irgendwas angrabbelst und irgendwelche Gegner in der Nähe sind, greifen die dich direkt an. Und das ist halt dann immer so ein bisschen Umstellung. So, wo sind jetzt die letzten zwei? Oder der letzte, den ich noch brauche, da haben wir welche. Da sind auch diesmal keine Gegner im Weg, finde ich ganz gut. Dann können wir die einfach mal einsammeln und mal gucken, was wir dann als nächstes machen müssen. Oh, Quest ist tatsächlich fertig. Sehr schön. So, das heißt einmal hier nach oben weg. Oh, dieses Geruckel, das ist der Wahnsinn. Das ist ein Träumchen. Teleportroute für das Ziel Außenposten des verdorbenen Schlundes ist bereit. Und ja. Kann das auch mal aufhören zu ruckeln? Sag mal, was ist denn los hier? Das ist ja nicht mehr normal. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt hat er sich wieder betrifft. Ich habe keine Ahnung. Moment, ich guck mal eben auf meiner Tastatur. Da muss da irgendwie was angezeigt werden. Ich habe hier doch irgendwelche Auslastungsspitzen, die ich mir anzeigen lassen kann. Prozessorauslastung 27%, RAM 39%. Also da ist alles gut. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht in der nächsten Aufnahmesession, also zum nächsten Part, vielleicht läuft es dann wieder besser. Da werde ich dann ja sowieso nochmal an einem anderen Tag wieder aufnehmen. Also übermorgen. So, erstmal die anquatschen. Alles abgeben und neu annehmen. Okay, das haben wir jetzt noch nicht fertig. Was sollen wir hier machen? Wir sollen irgendwelche Typen platt machen, wa? War das hier irgendwo? Seid ihr das? Jo, ihr seid das. Sehr schön. Den haben wir hin. Holen uns hier den nächsten ran. Wunder, Wunderbärchen. Also es läuft wirklich einwandfrei. Wir kriegen die locker weggebrutzelt. So, machen wir das hier wieder dasselbe Spielchen. Wunderbärchen. Sehr, sehr, sehr schön. Gut, das hat man damit auch geschafft. Aber wieso hatten wir jetzt zwei Punkte auf der Karte, wo wir die machen konnten? Ich hätte jetzt gedacht, wir müssten irgendwie zwei verschiedene Gegner töten, aber anscheinend war dem ja nicht so. Na gut, soll mir recht sein. Wir geben hier einfach mal die Quest ab. Haben schon wieder ein Level ab, meine Fresse. Haben die diese Levelgrenze auch heruntergesetzt? Ich weiß es gar nicht. Aber was ich gerne mal gucken würde, ist ins Inventar. Gucken, ob wir da schon wieder irgendwelche neuen Gegenstände haben, die wir vielleicht benutzen können. Was haben wir denn da? Das sieht gerade nicht so aus. Das wäre ein Schusch. Auch den Ring können wir mal anziehen. So, damit haben wir den Ring zumindest schon mal ausgerüstet. Finde ich gut. Haben wir schon mal ein bisschen Schaden mehr. Und wir müssen jetzt hier irgendwas machen. Ist das da unten irgendwie klatschen oder was? Die da?
Ach, Kugai, den Mächtigen sollen wir töten. Wo ist der denn? Haben wir gut hingekriegt. Damit ist der hinüber. Der hatte jetzt aber auch gar nicht so eine lange Respawn-Zeit. Finde ich aber gut, weil dann brauchen wir da nicht so ewig lange drauf warten. Und wir können die Quest direkt wieder abgeben. Wir müssten ja theoretisch, wenn ich das richtig sehe, hier schon fast wieder von der Insel runter sein, wa? Nach drei Parts. Also wenn man nicht alles vorliest, dann klappt das eigentlich richtig gut. So, und jetzt habe ich das Problem. Jetzt kann ich sofort nochmal ins Inventar gucken, denn wir haben jetzt neue Sachen gefunden. Einmal die neue Knarre. Die wir einfach mal so ausrüsten. Und eine neue Brust haben wir auch gekriegt. Sehr schön. Rüsten wir selbstverständlich auch mit aus. Dann gucken wir mal, die Knarre ist jetzt nicht wirklich neu. Die sieht noch genauso aus wie vorher. Und unser Oberteil. Okay, haben wir jetzt ein rotes Oberteil und diesmal ausnahmsweise auch sogar eine lange Buchse. Ah, schade. Das Auge wird nicht mehr allzu sehr verwöhnt. Aber gut, da kann ich wohl mit dem. Können wir das? Nee, da habe ich keinen Anspruch drauf. Schade. Wenn Geld auf der Straße liegt, nehme ich das eigentlich sehr gerne mit, aber in diesem Fall dürfen wir das nicht. Gehört nicht uns. Blödes Spiel. Oh, wie haben wir den denn niedergemäht hier? Okay. Ah, ist auch schon wieder tot. Sehr schön. Also Schaden ist super. Der ist wirklich super. Also da kann sich wirklich keiner beschweren, dass wir zu wenig Schaden machen. Die kommen ja nicht mal an uns ran, die Gegner. Vor allen Dingen haben wir hier auch eine recht gute Kombo, die wir machen können. So, den haben wir auch weg. Dann nehmen wir uns doch einfach mal den... Moment, gerade juckt die Nase. Einen Moment. Kommt mir das eigentlich gerade so vor, oder hat das Ruckeln jetzt schon wieder aufgehört? Jetzt habe ich es gerade gesehen. Jetzt habe ich den Teufel wieder herbeschworen. Wa? Weil meistens ist das ja so, wenn man das sagt, hier es ruckelt nicht mehr, dann fängt das gleich wieder an wie die Hölle. Aber im Moment scheint es ein bisschen bekriegt zu haben. Vielleicht sollte ich das immer mal machen. Einfach mal so ein bisschen... Oh, habe ich jetzt gerade daneben geschossen? So, den haben wir weg. Vielleicht sollte ich das immer mal machen. Einfach das Spiel so ein bisschen laufen lassen, bevor ich dann die Aufnahme starte, ohne dass ich halt irgendwas mache. Und dann hinterher... Dann kann ich ja hinterher immer noch die Aufnahme starten. Wobei, da weiß man auch nicht so genau, ob das überhaupt was bringt, ne? Wenn man gar nichts macht. Ich teste das einfach mal in zwei Tagen. Wenn ich dann den nächsten Part für euch aufnehme, dann gucke ich mal. So, was müssen wir hier machen? Ach, das Teleportal benutzen war das, ne? Ich glaube, hier mussten wir rein und dann kamen wir da zu Kel Saik, oder wie hieß der? Wir schauen mal eben. Karashas Unterschlupf. Aber gut, liebe Freunde, ich würde sagen, das ist doch jetzt hier gerade die perfekte Stelle, um den Part zu beenden. Wir haben wieder ein bisschen was geschafft. Wir haben, glaube ich, hier das erste Gebiet so nahezu komplett abgeschlossen. Und da würde ich doch einfach mal sagen, ich hoffe natürlich wie immer, dass ihr bis hierhin Spaß hattet. Und wenn ihr wissen wollt, was uns hier drin erwartet, warum sage ich das eigentlich? Wir wissen doch schon, was uns hier drin erwartet. Aber gut, wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Arkan-Ingenieurin, unserem Ballerbabe, weitergeht, dann schaltet doch einfach in zwei Tagen zum nächsten Part von Terra wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao!